Hallo? Das geht nicht. Und zwar geht es hier um einen Art Award, genau gesagt den Zucchini Art Award, der zum ersten Mal in diesem wunderbaren Jahr 2013 ausgelobt wird. Sehr schön. Herr Professor Köpnig, ich wollte Sie gleich mal kontaktieren mit Ihren etwas gewagten Thesen. Eine ist, ja, die langweilige Kunstpreise, öde Stipendien waren gestern. Die wahren Künstler braucht nur sich selbst und ein paar Zucchini-Kerne. So ist es. Also der bisherige, eigentlich traditionelle Kunstpreis ist völlig veraltet. Ja. Es beruht auf überkommenen Strukturen des 19. Jahrhunderts, also Linearität, Lokalität, Hierarchie. Und so weiter. Also spätestens hier mit unserem Zucchini Art Award benutzen eigentlich das Modell von Gilles Deleuze, das wie Rhizom-Modell, also eine nicht hierarchische Struktur der Kommunikation. Dieser Zucchini Art Award ist im Wesentlichen ein Kommunikations-Award. Er ist ein Kunstpreis für die dickste Zucchini, die gezogen wird, selber eingepflanzt, selber gegossen, selber großgezogen und selber geerntet. Aber es ist auch gleichzeitig ein Filmprojekt. Die schönste. Die dickste. Richtig, die dickste. Ja, das ist mal ganz klar. Das wird nachher alles ausgewogen. Ja. Okay. Ja. Die schwerste zieht, hat gewonnen. Zu Deleuze kommen wir später nochmal, wenn wir einkeimen, sozusagen den Anfang des Rhizomes setzen. Ja, sehr gut. Noch eine Frage. Es gibt auch einen Preis. So ist der, es. Der ist von 555 Euro etwas runtergesetzt worden, aus 333, da das Budget sehr knapp wurde. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass wir hier in großen Mengen Zucchini-Kerne eingekauft haben aus allen Herren Länder. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell eingetroffen, hier diese wunderbare Sorte Courgette Grisette de Provence AB. Also wunderbare Zucchini. Und es ist so, dass diese Zucchini-Kerne im Moment noch kostenfrei international verschickt wird. Wer sich also heute noch zu dem Zucchini Art Award anmeldet, bekommt kostenfrei die wunderbare Sorte Black Beauty oder diese französische, wie auch immer. Und in dem Sinne haben wir ein bisschen. Sehr schön, das klingt gut. Ich habe auch nur hier mal so eins mitgebracht. Sie hatten ja netterweise schon eins hierher geschickt. Ah, sehr gut, ist angekommen. Sehr gut. Sehr schön, es gibt ja auch noch, bevor wir dann zur Praxis übergehen, noch ein Projekt, das Sie machen. Das ist ja ein Filmprojekt über das Zucchini, ne? Ja. Zucchini und Arsch. Also, was jetzt gleich mal unter Beweis gestellt wird, dass dieses Filmprojekt sozusagen auch völlig nicht hierarchisch funktioniert. Auf die gleiche Art und Weise leistet jeder, der an diesem Zucchini Art Award teilnimmt, selber Beiträge zu diesem Film. Der Gewinn ist auch nicht nur der Geldpreis, sondern der Gewinner oder die Gewinnerin des Zucchini Art Awards wird ganz speziell in diesem Film gefeatured. Wie Sie hier so schön schreiben, Geld ist gut, aber Ruhm bedeutet dem aufstrebenden Künstler noch mehr. Ja, ja, das ist richtig. Wir versuchen hier die Dinge einfach beim Namen zu nennen und mit diesem Zucchini-Artwort einfach straightforward zu gehen. Natürlich will jeder berühmt werden
Und dieses Filmprojekt, was hier entstehen wird, ist, wie man in Englisch sagt, unprecedented. Also sowas hat es einfach noch nie gegeben. Und wenn dieser Film wird auch international auf Tournee gehen und wer in diesem Film gefeatured wird, der hat das goldene Blatt gezogen. Ich möchte aber auch sagen, dass jeder, der in diesem, der auch einen wie auch immer gearteten Beitrag zu diesem Film und leistet, in diesem Film vorkommt. Ja. Richtig? Ja. Erde, hier auf dem Eigelstein habe ich gerade... Erde geklaut? Vom Eigelstein? Meinen Sie, die ist nicht zu brauchen? Ja, vielleicht noch ein bisschen. Also prinzipiell ist in diesem für dieses Projekt alles erlaubt und alles erwünscht. Ja. Sehr gerne auch mit spezifischen Angaben, dass hier jetzt nun Erde aus Köln Innenstadt vom Eigelstein verwendet wird. Das ist eine große Ehre für uns Kini Hartewort, der ja mehr von der Provinz herkommt. Sehr schön. Und mein Mann hat das Mini-Treibhaus, das habe ich unsere Butterdose mitgebracht. Die müsste doch dafür zu brauchen sein, oder? Das sieht sehr gut aus, ja. Der Zucchini-Kern braucht einen gewissen Schutz, ja. Okay, das heißt, ich nehme jetzt den Deckel ab, fülle etwas von der Eigelsteinerde ein. Ja. So, soll ich mal runterhalten? Sehen Sie, Herr Köpnick? Ist das richtig? Ah, ja. Wie dick muss die Schicht sein? Also es wird sogar es reicht sogar, wenn man die in Watte legt, ja, dass sie einfach über Nacht in Feuchtigkeit sind. Aber so, mit so ein bisschen Erde ist das natürlich für so eine Pflanze ein bisschen heimlicher, nicht? So, jetzt mache ich die Sendung auf. Mit einem QR-Code. Da ist auch ein QR-Code drauf. Ja, das ist sozusagen ein High-Tech wie auch Low-Tech Award. Die Zucchini-Kerne wie auch QR-Codes, mit denen man sofort auf die aktuellen YouTube-Videos zum Thema kommt. Ja. Ich habe jetzt hier 5 Kerne, richtig? Ja, sehr gut, alle angekommen. Ja, das ist ein Zucchini-Kern, ich erkenne ihn wieder. Dieser Zucchini-Kern wird Ihnen sehr viel Freude bereiten. Wie soll ich den jetzt da reintun? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gehört, genau zu diesem Thema haben wir ein Infovideo auf unserer Website. Der Kern keimt quasi hier auf, also an der Spitze, und da kommt dann die Wurzel raus. Das heißt, wenn man praktisch nach unten pflanzt, kann die Wurzel einfach gerade runter. Ja. Und also das ist im ungeschälten Zustand, schaut es so aus. Praktisch geht rauf und das sind im Endeffekt die Blätter. Also daraus entstehen die Keimblätter und die falten sich dann so auf. Also der Keimling schiebt sich so hoch aus der Erde raus, ne? Kommt dann im Endeffekt aus der Erde hoch und faltet sich dann so auseinander. Ach, der schiebt da, die Wurzel geht nach unten. Ja, ich bin, welch ein Moment, der erste Zucchini-Kern, der hier gepflanzt, bravo, ja, meine Damen und Herren, das ist ein Ereignis, an das wir uns alle noch in Jahrzehnten erinnern werden. Sehr gut. Wir haben kein Wasser hier, es gibt nur Alkohol. Womit sollen wir das jetzt aufschütten, mit Kölsch? Also... Versucht's mal ruhig mit Kölsch. Ich kann allerdings keine Garantie dafür geben, dass nun gerade diese Zucchini wirklich die größte werden wird. Also das passiert jetzt sozusagen auf eigene Gefahr, ja. Dann lass mich bitte mal von irgendjemand trinkt bestimmt ein Kölsch. So. Wie viel Anteile, wie viel Prozent Wasser sind in dem Kölsch? Normalerweise interessiert wie viel Alkohol, aber wie viel? 5% Alkohol. Wie viel Prozent Alkohol? 5%. 5%. Das heißt 95% Wasser? Ja.
Ja, das müsste doch reichen. Das könnte hinkommen. Am Ende erweist sich das als Geheimrezept, ja? Ja, wer weiß. Also. You never know. Sehen Sie? Fantastisch. Ist auch wunderbar ins Bild gesetzt. Meine Damen und Herren, Sie wissen gar nicht, was das für ein ergreifender Moment für mich ist. Es ist tatsächlich die erste dokumentierte Zucchini-Kerneinpflanzung von Kernen, die wir hier von uns aus verschickt haben. Filmen Sie auch, Herr Pippen? Selbstverständlich. Ich habe hier 1, 2, 3 Kameras. Das wird alles fünffach mitgeschnitten. Und auf jeden Fall wird das auf YouTube zu sehen sein. Ich nenne jetzt schon einmal unsere Website-Adresse zucchini-art.de. Ganz einfach sehen. zucchini-art.de. Ich wünsche allen Beteiligten hier noch viel Spaß heute Abend.